Ihr Lieben, es geht los. Vielen Dank, dass ihr alle da seid zu unserem Panel-Talk zum Thema Sexismus versus sexuelle Freiheit in der Musik. Das Ganze wird veranstaltet von Music Be Woman und von dem Music is Her Passion Society e.V. mit freundlichster Unterstützung von den Riverside Studios und der Berlin Music Commission. Die sind unsere großzügigen Förderer. Mein Name ist Mia, ich bin die Gründerin von Music is Her Passion und wir setzen uns genauso wie Music Be Women für Gleichberechtigung in der Musik ein. Deswegen passt das heutige Thema auch so extrem gut und ich werfe schon den ersten Blick in die Runde, weil ich euch natürlich auch unsere wunderbaren GästInnen, unsere Expertinnen der heutigen Talkshow vorstellen darf. Das ist hier zum einen zu meiner Linken der Rockstar in der Runde, die nach ihrem Jurastudium in Regensburg beschlossen hat, nach Berlin zu ziehen und sich von da an nur noch der Musik widmet. Sie ist klassische Pianistin und Rockbassistin und seit über 20 Jahren in verschiedensten Projekten als Musikerin und Komponistin tätig. Also sie ist wirklich ein Schwergewicht der Berliner Rock'n'Roll-Szene. Genau, die Formation, an der sie den Bass zupft, die dadurch, dass der Bass so gigantisch ist, brauchen sie keine Gitarre. Die nennt sich Birgit Jones und ja, give it up to Christine Jones. Dann mache ich weiter zu meiner Rechten. Auch er ist tief verankert in der Berliner Rock'n'Roll-Szene. Vielleicht hat der oder die eine oder andere von euch schon von Strock TV, dem Stream of Rock, gehört. Das hat er nämlich verantwortet. Da haben wir uns auch kennengelernt darüber, im Übrigen, ja, ganz viele Brücken geschlagen. Er ist aber nicht nur Musiker, sondern auch Filmemacher und Regisseur. Deine Firma heißt Future Film. Und seine Band heißt Noise for the Voiceless und damit ist wirklich ein ganz, 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 ganz besonderes Projekt, weil sie sich für Vielfalt, Antidiskriminierung, Empowerment einsetzen und noch dazu, wenn sie eine Firma wären, wären sie im Verantwortungseigentum, weil nämlich alles, was erwirtschaftet wird, wird gespendet. Schön, dass du da bist, Johannes Thielmann. Dann machen wir weiter. Ganz rechts die Außenposition. Die übernimmt Nadine Primo. Nadine ist Podcasterin, Autorin, Speakerin. Du hast eine wundervolle Kolumne, in der kann man sich total verlieren. Die heißt Be Happy. Und da geht es um alle möglichen Themen und unter anderem auch über Feminismus, um Bisexualität, um alles Mögliche, was dafür sorgen kann, dass unsere Gesellschaft besser wird und dieses Patriarchat irgendwann sein Ende findet. Ja, schön, dass auch du da bist. Und last but not least, ganz links außen, die wunderbare Dena Zarin. Auch bekannt als Madani, ihr kennt sie von großartigen Performances und sie hat zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie ein Format für Doc Martens, das ich noch bevor ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich dieses Format gesehen und war total hin und weg, das ist eine absolute Recommendation. Plus Podcasterin ist sie auch noch und Redakteurin und Creative Director, also wirklich auch hier eine Tausendsasserin bei uns auf der Bühne. Schön, dass auch du da bist, liebe Dena. So, jetzt wisst ihr, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und ihr kennt unsere beiden Themen. Auf der einen Seite sexuelle Freiheit, auf der anderen Seite Sexismus und das Ganze in der Musik, in der Gesellschaft. Wir fangen an mit dem wunderbaren Thema der sexuellen Freiheit. Und da würde mich interessieren, wie definiert ihr diese und was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt sie in unserer Gesellschaft? Nadine, magst du vielleicht den Anfang machen? Ja, sehr gern, danke dir. Ja, sexuelle Freiheit in unserer Gesellschaft, was bedeutet das? Also einfach runtergebrochen, sexuelle Freiheit bedeutet, wenn ich quasi meine Sexualität als auch meine sexuelle Ausrichtung ausleben kann,
ohne halt Angst haben zu müssen, dafür diskriminiert, degradiert oder ähnliches zu werden. Das heißt, dass ich mir ja keine Gedanken machen muss, dass irgendwelche Strukturen dies beispielsweise unterdrücken könnten. Ja, und von da, das ist letztlich sexuelle Freiheit, wenn ich mich selber dazu entscheiden kann, die Sexualität zu leben, ja, die ich mir halt eben vorstelle oder die meinen Wünschen entspricht. Und ja, ich glaube, so kann man das eigentlich stehen lassen. Ich glaube auch, ja. Oder habt ihr in der Runde noch was hinzuzufügen? Es soll natürlich auch ein Gespräch sein. Also ihr könnt es euch jederzeit, immer jederzeit einbringen. Ich habe tatsächlich was hinzuzufügen. Ja. Dazu gehört auch Asexualität, also eben auch das Recht zu haben, seine Sexualität nicht ausleben zu müssen oder zu wollen. Und was ich ganz spannend finde, was ich oute mich jetzt als weißer Cis-Mann, was ich auch ganz spannend finde, weil ich das erst lernen musste, dass zur sexuellen Freiheit eben auch dazu gehört, welche Kleidung ich auf der Straße anziehe. Und das spielt uns bei uns in der Band auch eine Rolle. Die Person, die bei uns schautet, Annie, identifiziert sich als non-binär und hat vor kurzem bei uns auch einen Post abgesetzt, eine Hommage an ihre ganzen schönen, ich zitiere sie, sexy Oberbekleidung, sexy Tops, die sie alle auf der Straße nicht tragen kann, weil sie Angst davor hat, damit rauszugehen, aufgrund der Erfahrung, dass sie halt ja nicht die schönsten Begriffe bekommt. Also das ist eben auch ein Teil der sexuellen Freiheit, wollte ich nur ergänzen, eben auch die Kleidung zu wählen, was ja auch für Männer zählt, die gerne in anderen, leider weiblich besetzten Kleidungsstücken auf die Straße gehen würden vielleicht. Na klar. Oh, unbedingt. Wir haben auch ein Mikrofon für dich, weil das ist auch noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir zeichnen das alles auf, sodass das auch für die Nachwelt alles schön dokumentiert werden kann. Und das ist auch genau die Idee, dass ihr jederzeit euch einschalten könnt und mitdiskutieren könnt. Also gerne, wir freuen uns. Was hast du zu sagen? Also nur so als Hinweis, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Punkt von sexueller Freiheit ist, sondern eher von Sexualisierung. Ob sie das als Ausdruck ihrer Sexualität trägt oder nicht, das kann sie entscheiden, muss sie aber nicht. Aber das Schlimme daran ist die Sexualisierung von außen und deswegen kann sie nicht machen, was sie will. So. Völlig richtig. Und das ist ein Unterschied, leider, so, den ich sehr wichtig finde. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Und genau darum geht es auch, um diese Definitionen, um dieses Bewusstmachen und am Schluss eben auch den Bogen, den wir hier auch spannen werden zum Sexismus am Ende. Was natürlich auch eine super wichtige Frage ist, welche Rolle spielt sexuelle Freiheit in der Musik? Was sagst du, Rockstar? Das bin ich. Also bei uns spielt es natürlich eine große Rolle, vor allen Dingen, wie jetzt eben schon erwähnt, weil man sich halt einfach gerne so präsentieren möchte, wie man einfach ist. Und das ist vor allen Dingen auf der Bühne wichtig, damit man eben auch dem Publikum näher kommt, dass die Leute wirklich auch sehen, wer man wirklich ist und dass man sich nicht verstecken muss hinter irgendwas. Ich habe halt früher auch, als ich angefangen habe, vielleicht so den Fehler gemacht, die eigene Weiblichkeit so ein bisschen zu verstecken, weil man halt irgendwie die Angst hat, dass man nicht ernst genommen wird in dieser männlich dominierten Branche. Und halt einfach die Angst hatte, da jetzt irgendwie dazustehen, wie nur ein Püppchen, das auf das Äußere reduziert wird, aber dass man halt einfach auch sieht, dass die Weiblichkeit auch Kraft bedeutet und dass man daraus sein Selbstbewusstsein schafft. Und das versuchen wir halt eben auch, da Ricke, meine Traumfrau in der ersten Reihe, die Sängerin meiner Band, Birgit Jones, wir versuchen das halt auch immer wieder auf die Bühne zu bringen, indem wir uns selbst frei machen von Werten. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Burlesque-Artists zusammen, die eben gerne ihre Darbietungen auf unserer Bühne zeigen oder eben auch in verschiedenen Musikvideos von uns schon aufgetreten sind. Das heißt, ihr geht's damit auf jeden Fall sehr offen um. Wir gehen damit direkt frontal ins Gesicht. Sehr gut. Wie ist das bei dir, Dina? Ja, ich glaube, sexuelle Freiheit haben wir am Anfang schon erklärt bekommen, heißt ja auch, man kann damit im Endeffekt genau das machen, was man halt machen möchte. Und ich glaube, das ist halt so meine Definition auch von, wie ich damit umgehe oder wie in der Musik damit umgegangen wird, ist halt einfach super individuell. Also je nachdem, was für eine Rolle das für mich spielt, was für eine Rolle das für alle anderen MusikerInnen spielt, so sollten sie halt eben auch
auch in der Lage sein dürfen. Und da kommen natürlich auch wieder Sachen ins Spiel. So, man traut sich nicht, man denkt, man wird irgendwie gejudged. Und das sind halt Realitäten, mit denen wir auf jeden Fall konfrontiert sind. Also das ist ja nicht irgendwie in unseren Köpfen, sondern das sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das sind Dinge, mit denen man konfrontiert werden muss. Und ich habe auch einfach absolutes Verständnis für jede Person, die halt irgendwie sagt so, yo, ich habe da aber ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf und anders irgendwie damit umgehen oder halt nicht sexualisiert. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich damit umgehe, ich versuche halt einfach authentisch zu sein. Ich versuche das so zu machen, wie ich das empfinde. Sexualität spielt für mich eine Rolle. Ich habe ja auch beim Podcast Unlock jetzt ja eben auch um Sexualität, um Kommunikation, wie können wir unsere Bedürfnisse irgendwie kommunizieren, und genau dasselbe versuche ich halt eben auch auf musikalischer Ebene oder in meinen Projekten zu machen und bin dann aber immer wieder auch damit konfrontiert, so, wie sehen mich jetzt die Leute? Werde ich jetzt gejudged? Meine Eltern schauen meine Insta-Stories, so, kann ich das jetzt irgendwie posten? Also das sind halt so viele Faktoren, die damit reinspielen, deswegen lebt man in einer on paper sexuell freiheitlich geprägten Gesellschaft, aber man ist dann oftmals doch nicht so frei, wie man denkt oder gerne hätte. Und was denkst du, was müsste sich ändern, damit sich das auch von innen heraus ändern kann? Oder ist das überhaupt erstrebenswert? Also auf jeden Fall erstrebenswert. Also ich glaube, dass das Endergebnis, was wir möchten, ist ja, alle sollen sexuell freiheitlich leben können. Alle sollen das auf der Straße anziehen können, was sie wollen. Alle sollen die Identitäten präsentieren, die sie fühlen. Aber die Realität ist aber halt, dass es nicht so ist. Das ist ja eben dieses, ja, dieses Paradox, in dem wir halt irgendwie stattfinden. Wie sollte es sein, wie ist es? Und es ist einfach ein langwieriger Prozess. Ich glaube nicht, dass man halt irgendwie sagen kann, oh, das und das und das muss sich jetzt irgendwie auch in der Musikindustrie ändern, damit sich der Sexismus irgendwie in Luft auflöst. Das ist einfach ein in unserer Gesellschaft so tief verankertes Ding, dass es so viele verschiedene Ansatzpunkte gibt und das einfach so ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass ich finde, dass das eine sehr, sehr schwierige und sehr komplexe Frage zu sagen, was sollte sich ändern, so das Patriarchat und der Kapitalismus müssten sich halt wirklich, also eigentlich alle die Standbeine, auf die unsere Gesellschaft, wie sie gerade ist, eben gebaut sind, müssten sich halt einfach komplett verändern. Und deswegen finde ich es aber sehr schön, dass wir heute auch alles Menschen sind, die dazu beitragen möchten und die halt so langsam daran kratzen. Und ich glaube, genau solche Sachen sind das, was sich ändern muss. Ja, da würde ich nämlich eben auch gerade gerne noch was zu sagen. Und zwar kann man da ganz gut das aufgreifen, was du gerade noch eingeworfen hattest. Das ist halt das Ding, wir können ja nicht behaupten, gut, wenn wir jetzt in der Musikindustrie beispielsweise an dem einen Rädchen drehen, dann ist morgen alles in Ordnung, alle sind sexuell befreit, super. Nee, und allein die Tatsache, dass du ja auch gerade das Beispiel angeführt hast, früher haben wir uns nicht getraut, unsere Weiblichkeit zu betonen, weil wir dann dachten, oh Gott, wir müssen mit Konfrontation etc. rechnen. Das zeigt ja schon, es herrscht noch gar keine sexuelle Freiheit, ne? Weil solange man Angst haben muss, sexualisiert zu werden, zum Beispiel für seine Kleidung und so weiter, herrscht diese Freiheit nicht vor. Und von daher ist aktuell eher so ein bisschen dieses, ja, so dieses Paradoxon weiterhin beständig, dass Frauen irgendwo dazu aufgefordert werden, ihre Weiblichkeit zu zelebrieren und sich beispielsweise sehr sexy anzuziehen oder wie auch immer, ne? Aber im gleichen Moment werden sie dafür halt auch, ja, diskriminiert, ne? Und halt dann sexualisiert und ja, haben Nachteile, werden sexistisch beleidigt, wie auch immer, ausgenutzt. Und ja, solange das einfach nicht geklärt ist und das irgendwie nicht in den Köpfen verankert ist, dass das nicht mehr passieren darf, solange sind wir auch nicht sexuell frei. Johannes, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft am richtigen Weg ist diesbezüglich? Ja, empfinde ich schon. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Parallelen es leider zur Klimadebatte gibt, wie viele Leugner es gegenüber dem Ist-Zustand gibt. Also das überrascht mich immer wieder aufs Neue und ich bedauere, dass die Bubble, in der man sich bewegt, doch irgendwie relativ klein ist. Muss aber sagen, dass in meiner Wahrnehmung hat das aber viel auch mit den Generationen zu tun und einem Selbstverständnis des männlichen Bildes, also ein quasi von Gott und Natur gegebener ein Selbstverständnis. Und also ich musste das in meinem Leben auch lernen, weil ich habe Diskriminierung ganz leicht erfahren in meinem Leben, aber ich habe Sexismus nicht erfahren. Also als
ich musste auch lernen, dass ich als in meiner Wahrnehmung ungefährlicher Mann nachts trotzdem die Straßenseite wechsle, wenn eine Frau mir gegenüber kommt, einfach nur um ihr die Angst zu nehmen. Das musste ich lernen, weil ich hab diese Angst selber nicht empfunden. Und deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass die Debatte, die wir hier heute hoffentlich führen, leider in vielen Köpfen noch gar nicht argumentiert wird durch den Ist-Zustand. Und das schockiert mich irgendwie jeden Tag wieder aufs Neue. Womit wir wieder bei der Bewusstwerdensmachung werden. Genau, bevor wir da tiefer ins Detail reingehen, würde mich gerne nochmal so von der musikalischen Seite her total interessieren, inwiefern denn euer persönliches musikalisches Umfeld aktuell von sexueller Energie beeinflusst ist. Was sagst du dazu? Da lacht schon eine dreckig in der ersten Reihe. Also beeinflusst von sexueller Energie auf jeden Fall sehr, weil wir ja eben diese Kunstfigur Birgit Jones, wir haben sie nicht erschaffen, sie hat uns gefunden, sagen wir mal. Und sie ist auf jeden Fall eine sexuell befreite, enthemmte Frau, die sich auf jeden Fall traut, alles zu sagen, was sie gerne hätte, auch wenn die Vorstellungen, die sie so hat, jetzt eigentlich teilweise auch unrealistisch sind und man sollte dem jetzt auch nicht unbedingt nacheifern. Aber sie sagt halt frei heraus, wie es ist. Und wir hatten ja damals auch unsere erste Kooperation mit unserem ersten Musikvideo zu unserem Song Fire. Da ging es auch darum, dass sich eine Frau das doch nehmen darf, was ihr gut gefällt. Und das war damals unsere erste Kooperation, die ganz cool gelungen war. Genau, Music is Her Fashion und Birgit Jones Kooperation war das. Gab es da eigentlich auch kritische Stimmen dem Video gegenüber? Nehmen wir nicht an. Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also bis dahin hat sich zumindest niemand getraut, mir zu sagen, dass es irgendwie blöd fand. Aber gerne her damit. Okay. Sehr gut. Wie ist es bei dir gerade, Dina? Also ich würde das musikalische Umfeld irgendwie so definieren in den Räumen, in denen ich mich bewege. Und jetzt wurde auch gerade schon das sehr wichtige Wort Bubble benutzt, weil ich glaube, das ist halt genau das, was in Berlin halt einfach ist, was sehr, sehr heilsam ist und was sehr schön ist, dass wir halt schon irgendwie so unseren Safe Space haben und auf Partys gehen können und Dinge tun können und uns sexuell ausleben können und präsentieren können, so sexy oder auch nicht sexy, wie wir sein möchten. Und das ist eher das, was mich und meine Musik irgendwie speist, so dieses kreative Umfeld, diese Bubble halt tatsächlich einfach und die sexuelle Energie, die da irgendwie präsent ist, weniger, dass ich explizit über Sex tatsächlich schreibe und spreche in meiner eigenen Musik, aber einfach so diese sexy Welt, in der man sich hier bewegen darf tatsächlich. Und wie war das damals eigentlich, wie ist das Podcast-Thema zu dir gekommen? Weil da spielt ja Sex schon eine wesentliche Rolle. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Das hat mich gefunden. Das hat mich gefunden und hat halt wie Faust aufs Auge gepasst auf jeden Fall. Und ich bin halt super froh, dass ich gerade da irgendwie hoffentlich irgendwie dazu beitragen kann, dass halt gewisse Themen, also bei dem Podcast geht es quasi darum, dass Menschen uns reale Stories erzählen, wo sie über ihre eigenen Grenzen hinweggegangen sind. Also irgendwie mit jemandem geschlafen haben zum Beispiel, wo sie es eigentlich nicht gefühlt haben, weil kein Bus mehr gefahren ist oder so. Es geht nicht um Sexual Abuse, sondern wirklich einfach so, ach, war irgendwie dumm. Und das sind also Dinge, über die man eben sehr, sehr, sehr selten spricht, weil man halt dann auch nicht irgendwie prahlen geht am nächsten Tag. So, ich hatte irgendwie so ein hottest Date und hatte irgendwie den besten Sex ever, sondern es war halt so, nur zur Einordnung. Und wir sprechen dann aber eben auch mit ExpertInnen über diese Themen und lassen das irgendwie so ein bisschen, nicht einordnen, sondern so, hey, wie kann man vielleicht irgendwie so eine Situation vermeiden oder wie kann man sich selbst so weit empowern, dass man halt sich selbst wert genug ist, sage ich mal, in den Situationen für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen halt auch einzustehen. Weil ich glaube, das ist halt im Endeffekt das, worum es geht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass mich dieses Thema gefunden hat und der Podcast gefunden hat und wir da hoffentlich irgendwie so ein bisschen einen Dialog eröffnen können, was so Themen angeht und Leuten ein bisschen was an die Hand geben können. Mhm. Cool. Wie war das bei dir, Nadine? Wie hat dich dein Thema gefunden, dein Zugang zum Thema Sexualität, den du ja öffentlich verarbeitest?
ja, verarbeiten. Das klingt ganz gut auf jeden Fall. ja, das war tatsächlich so. Ich komme selbst aus einer Kleinstadt. Ich komme nicht aus Berlin und ich habe selber eine Zeit gebraucht, bis ich mir so meiner Bisexualität bewusst wurde und diese auch wirklich angefangen habe, ausleben zu können. Und ja, in dem Moment habe ich halt einfach gemerkt, wie viel Bewusstsein noch in unserer Gesellschaft halt herrscht. Ne? Ich meine, allein so einem Thema wie Bisexualität gegenüber, was ja jetzt nicht irgendwie besonders exotisch ist. Ne? Also ich meine, auf beide Geschlechter zu stehen, mein Gott, da gibt es weitaus exotische Sachen wahrscheinlich. Aber ja, in dem Moment ist mir halt einfach bewusst geworden, dass es noch super viel Aufklärungsbedarf gibt. Und ja, so hat sich... Ja, das ist korrekt, dann lass mich alle Geschlechter sagen. Entschuldigung, ne, habe ich die falsche Formulierung gebraucht. Da sieht man ja halt noch genau, wie halt, ja, wie beständig diese Systeme irgendwie immer noch sind und dass es halt darum geht, diese aufzubrechen, weil auch das wieder ein Bubble-Thema. Also wenn ich zum Beispiel in die Heimat fahre, in die Kleinstadt, da fange ich auch nochmal ganz, ganz anders an. Ne? Also da muss ich wirklich, ja, wie zum Beispiel dein Einwurf gerade, erstmal darauf aufmerksam machen, hey, es gibt mehr Geschlechter als zwei, ne? Und von daher, ja, habe ich mir das einfach dann zur Aufgabe gemacht, so irgendwie meine Erfahrungen auch weiterzutragen und halt der Hoffnung, letztlich ein Bewusstsein zu schaffen und ganz wichtig, was du gerade auch gesagt hast, wirklich in, ja, dahingehend jetzt erstmal Frauen zur Selbstermächtigung noch weiter zu befähigen. Ne? Also dahingehend, dass sie wirklich selbstbestimmt sind, dass sie sich ihrer Grenzen bewusst sind und dadurch vielleicht auch weniger in die Bredouille geraten, irgendwie in unangenehme Situationen oder so zu kommen. Ne? Also dass sie wirklich... ja, sich stolz auf ihren Körper sind und da ganz klar auch Grenzen setzen, sodass, wie gesagt, Übergriffe etc. nicht so leicht geschehen. Obwohl ich weiß, dass es natürlich nicht die einzige Lösung ist, man muss noch viel weitergehen, aber wie gesagt, Bewusstsein schaffen, aufklären, das ist so, ja, das, was ich erreichen möchte. Gute Mission auf jeden Fall. Ein wichtiges Thema, das ich in dieser Runde auch nicht unerwähnt lassen will, wenn es um Musik und sexuelle Freiheit geht, ist das Phänomen Groupies. Was nämlich ganz interessant ist, sowohl der Begriff Sexismus als auch die sexuelle Freiheit kommen beide, die haben beide den gleichen Ursprung, kommen nämlich aus dem Amerika der 60er Jahre, wo die Frauenbewegung gerade total hochpulsiert ist. Und genau, da ja auch sozusagen, damals hatten ja Groupies eine komplett andere Bedeutung, als das heutzutage der Fall ist. Und das wird ja auch heutzutage, was damals geschehen ist, komplett anders, differenzierter betrachtet. Aber was mich jetzt auch in dem Zusammenhang total interessieren würde, ist, wie sind eurer Meinung nach Groupies heute zu betrachten, ist es immer noch so, dass es ein der Johannes kriegt schon das Mikrofon. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltet ihr jemanden fragen, der Groupies hat. Aber hat das ganze Phänomen heute noch eine Berechtigung oder ist es wirklich so, dass man sagt, ja, also wie ist es zu betrachten? Ja, also ich habe mich mit dem Thema nicht eingehend beschäftigt, also auch in meiner musikalischen Laufbahn nicht. Ich finde es unfassbar schwer, weil auf der einen Seite kann man natürlich also wenn der Konsens da ist zwischen beiden Geschlechtspartnern, also ich nenne es jetzt mal plakativ zwischen dem Star und dem Groupie, finde ich das erstmal gut und okay. Man kann es ja auch von der Slut-Shaming-Richtung betrachten. Also ich meine, warum soll nicht jemand sagen können, ich habe Bock, mit einem Star Sex zu haben? Also erstmal per se, okay, cool. Auf der anderen Seite gibt es einfach auch viele Beispiele, leider gerade aktuelle, wo natürlich die Machtposition Star missbraucht wird. Und ich finde es schwer, also eine Regelung zu finden, wo man die Grenze zieht. Und aber da ich selber tatsächlich null Erfahrung mit dem Thema habe, von beiden Seiten nicht, also das stimmt nicht so ganz. Meine erste große Liebe war Brody Dahl von den Distillers. Wobei ich fand die Frau toll. Also wie alt war ich? Sehr jung. Ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn die mir Backstage Sex angeboten hätte, tatsächlich. Ich wäre, glaube ich, völlig überfordert gewesen. Das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Also, aber ich bin da wirklich uneins, ob man sagen kann überhaupt, ich finde das per se schlecht, weil es immer natürlich das Potenzial zum Machtmissbrauch gibt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ja, wenn das Teil deiner Sexualität ist,
man muss es ja auch aus Sicht des Stars mal sehen. Es gibt natürlich auch das Potenzial, dass das missbraucht wird. Also bekannte Menschen in meinem Freundeskreis leiden auch darunter, dass sie natürlich nicht immer unterscheiden können, in wen verliebt sich die Person gerade. Also in die Bühnenfigur oder in meine Persönlichkeit als Privatmensch. Also das muss man, glaube ich, von beiden Seiten aus kritisch betrachten. Aber klar ist natürlich, ich finde es sehr ungünstig, dass es heutzutage immer noch Bands gibt, die das zum Image machen. Also über die Deutschrap-Szene müssen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Ich repräsentiere jetzt eher so den Metal- und Rock-Bereich und da gibt es auch immer noch Bands. Steel Panther zum Beispiel, Mötley Crüe und so, bei denen man weiß, dass das Image, was sie zelebrieren, auch große, reale Aspekte hat. Und das finde ich nicht gut, weil wenn es natürlich wenn das cool wird oder als cool verkauft wird, Groupies zu haben, finde ich das als Marketing-Tool sehr fragwürdig. Was sagst du dazu, aus der anderen Seite des Rock betrachtet? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, von beiden Seiten aus habe ich da richtig, richtig wenig Erfahrung. Also absolut noch nie ein Groupie gehabt. Also wenn sich da ist das ein Hilferuf? Oder? Ja, es ist absolut ein Angebot jetzt hier an alle da draußen. Bei Birgit Jones gerne. Wir hatten noch nie ein Groupie, es hat sich noch nie jemand angeboten für irgendwas. Keine Ahnung, wie dann so die Reaktion wäre. Also ich wäre bestimmt auf jeden Fall geschmeichelt, wenn es nett ist. Aber man weiß jetzt ja nicht, ne? Und von anderen Richtungen her, ich kenne das halt auch, typisches Front-Row-Girl früher und heute gerne auch noch, wenn die Musik stimmt, aber nicht nur aus dem Zusammenhang, dass man jetzt gerne seinem Star möglichst nahe sein will, sondern eigentlich auch, weil ich halt immer geguckt habe, was spielt der, mit was für einem Equipment, was hat er da für Pedale, und eher mal da so hingeguckt habe, anstatt jetzt auf die Person hinter der Gitarre oder hinter dem Schlagzeug. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall so eine Effektwirkung hat, weil man ja das Gefühl hat, dass man seinem Star nahe ist, dadurch, dass man halt einfach, dass einem geholfen wurde durch die Musik, durch die Texte und dass man vielleicht deshalb auch so ein Bedürfnis hat, dem mal näher zu kommen. Und damit meine ich jetzt im Gespräch. Und wenn da derjenige zu dir sagt, hey, wanna come backstage, dann denkst du dir vielleicht auch so, ja, ich komm mal mit und mal gucken, was so ist. Und es muss nicht immer einen sexuellen Aspekt haben, aber wenn der dann auf beiden Seiten gewollt ist, dann verurteile ich das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ganz kurz dazu. Also was ich mir jetzt die ganze Zeit nur gedacht habe, ist, so eine einfache Lösung wäre eigentlich, dass man einfach darauf wartet, dass es einem angeboten wird als Star und das nicht selber macht, weil dann hat man halt dieses Machtgefälle nicht. Weil sobald du irgendwie als verherrlichte Person irgendwie auf der Bühne stehst und dann so halt sagst, so, hey, irgendwelche Leute einnähst oder irgendwie Sex anbietest, ist da halt einfach direkt eine Machtdynamik präsent, die du einfach nicht ausschalten kannst. Du weißt nicht, warum diese Person dann jetzt ja, nein oder was auch immer sagt. Aber wenn diese Person es dir anbietet, dann ist es eine erwachsene, hoffentlich, Person, die weiß, was sie macht. Und dann wäre es halt super patronizing zu sagen, so, ja, nee, es geht jetzt nicht aus, man möchte natürlich nicht. Aber ich finde, wenn das irgendwie aus dem Impuls irgendwie herauskommt und eine erwachsene Person es von sich aus irgendwie anbietet, dann fände ich das eigentlich eine gute Lösung, damit umzugehen. Einfach warten, bis Leute auf dich zukommen. So. Ich habe da tatsächlich mal eine Frage. Und zwar, wie ist denn das mit Sex oder sexuellen Handlungen, die auf der Bühne stattfinden zwischen Artist und Fan? Es gibt aktuell eine kontroverse Diskussion über eine amerikanische Rapperin, die aus einem feministischen Akt, wie drücke ich mich jetzt jugendfrei aus, Oralverkehr mit Fans auf der Bühne anbietet. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, inwieweit kann man da inwieweit ist der Konsens da, dass jemand, der im Rausch der Party einschätzen kann, mache ich das oder mache ich das nicht? Ja. Also würde ich aber eigentlich genauso einschätzen, ehrlich gesagt. Weil sie das auch von der Bühne aus ihrer Position heraus, ich meine, hätte also jetzt so der erste Impuls wäre zu sagen, dass das eigentlich genau dasselbe. Dass man irgendwie
nicht einschätzen kann, warum das jetzt irgendwie passiert, aber ich habe, weiß ich nicht. Aber ja, also kommt mir jetzt im ersten Moment, also ich meine, klar, das hat dann irgendwie so diese feministische Aspekt, aber damit kann man jetzt irgendwie nicht alles, finde ich, rechtfertigen. Im Endeffekt ist es trotzdem eine sehr mächtige Person, die auf der Bühne ist, die Leuten irgendwas anbietet, irgendwie so 3 Minutes of Fame oder irgendwie mit ihren Star, mit ihren, also es wäre halt einfach überhaupt keine Frage, ja. Also finde ich persönlich schwierig, aber who am I, so. Ja, es gibt ja auch in Deutschland Künstler, also ich kenne jetzt eher nur männliche Künstler, die das ja auch teilweise in ihre Bühnenshows einbauen, teilweise oder eingebaut haben auch, da Prostituierte inszeniert haben und dadurch aber auch immer irgendwie einen feministischen Aspekt am Ende verkaufen wollten, so wie ich das bisher verstanden habe. Aber es ist... Ja, die Frage ist total berechtigt. Ja, ich finde es vor allem auch unter dem Aspekt spannend. Wir reden ja nicht von strafrechtlichen Dingen, sondern wir reden jetzt von Dingen, die wir seit Jahrzehnten Männern auf der Bühne zugestanden haben, also die Gesellschaft ist Männern zugestanden. Und inwieweit ist jetzt Kritik berechtigt? Deswegen fand ich es halt interessant, dass es eben eine weibliche Person ist auf der Bühne, das zu tun. Finden wir das gut, finden wir das nicht gut und warum... Also verbieten wir, also verbietet jetzt der weiße Mann quasi jetzt wieder der Frau das Gleiche zu tun, auch wenn wir das vielleicht als Gesellschaft gar nicht gut finden. Also ich fand es auch nicht gut, die letzten Jahrzehnte das Männerbild, das auf der Bühne verkauft, fand ich genauso scheiße. Ne? Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ja, okay, wenn die Rapperin das jetzt entscheidet und das so will, sollte ich aus meiner Position bestimmt nicht sagen, das finde ich nicht gut. Deswegen habe ich die Frage ganz bewusst an euch, entschuldige bitte auch an dich, gestellt, weil ich mir da gar nicht anmaßen möchte. Ich kann mir eine persönliche Meinung dazu, die habe ich natürlich, aber deswegen die ganz bewusste Frage an Frauen. Naja, also ich fände, es wäre halt was ganz anderes, wenn sie das inszeniert und wenn sie sagt, so, ich mache das jetzt mit jemandem aus meiner Crew, die dafür da ist, dann ist das ein Statement für mich. So. Dann ist das, aber wenn du das halt mit Fans machst, dann ist trotzdem das Machtgefälle da. Da kannst du halt einfach nichts dagegen machen. Deswegen sehe ich, aber... Wie siehst du das, Nadine? Macht das einen Unterschied? Nicht. Auch von welchem Geschlecht das adressiert wird? Also da stimme ich ihr jetzt gerade wirklich zu, weil im Endeffekt, wenn wie gesagt dieses Machtgefälle gegeben ist, dadurch, dass es halt die Rapperin und ein Fan ist, dann ist es halt so oder so einfach nicht cool in der Situation. Und an für sich, wenn das wie gesagt inszeniert ist, finde ich auch, dann ist es ein Statement. Aber ich würde auch immer ein bisschen aufpassen, auch gerade solche Aktionen dann irgendwie als besonders feministisch zu deklarieren, weil... Also ganz ehrlich, live auf der Bühne irgendwie Oralsex zu haben, das ist bestimmt eine sehr, sehr provokante Aktion, aber ich würde da jetzt auch nicht als allererstes denken, wow, das ist krass feministisch. Also da fehlt mir auch so ein bisschen der Bezug direkt. Ja, mhm. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Wir kommen jetzt zum... Entschuldigung, ich will wenigstens den Namen nennen. Big Clit nennt die US-Rapperin sich. Man, also macht trotzdem tolle Musik. Also ich wollte zumindest auch den Namen nochmal sagen. Scheint auch so ein bisschen ihr Thema zu sein. Ja. Also ich vielleicht ergänzend, also ich, um das ein bisschen zu relativieren, ich kenne das ganze Konstrukt nicht. Also es ist wohl bekannt, dass das Fans sind. Inwieweit da vorher Absprachen, also war nicht zu erkennen, dass da eine Absprache stattgefunden hat. Deswegen bringe ich das gerade nur zum Thema. Und so wie ich es verstanden habe, sollte der feministische Akt vor allem in der Intimbehaarung, die sie hat und eben auch stolz vorträgt, also es war, ging darum, eine behaarte Pussy, ich spreche es jetzt mal so aus, zu küssen. Ich zitiere sie gerade, wie sie das auf der Bühne sagte, zu küssen. Das war der Kontext des Ganzen. Okay. Ja. It's on Instagram. Jeder kann sich's angucken. Hallo Mama. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema und zwar Sexismus. Und auch da hätte ich irrsinnig gerne erstmal von euch eine Definition, eine Einschätzung, weil ich hatte da so eine schlaflose Nacht letztes Wochenende und habe mich wirklich fast schon, also ich konnte davon nicht einschlafen, aber ich habe irrsinnig viele Definitionen zum Thema Sexismus und gefunden und da auch irrsinnig viel gelernt und mir war gar nicht bewusst, aus wie vielen Strömungen das sozusagen diese Begrifflichkeit alleine schon
ja, an sich gerissen wird. Und selbstverständlich, falls von euch aus dem Publikum dazu irgendwelche speziellen Infos gibt oder beziehungsweise Definitionswünsche, Hinweise, freuen wir uns. Aber zuerst geht natürlich die Frage an euch. Was ist Sexismus? Wie definiert ihr ihn? Wie nehmt ihr ihn wahr? Okay, warum auch immer ich das jetzt zuerst kriege. Ja, also Sexismus bedeutet letztlich, dass ja, ich aufgrund meines Geschlechts diskriminiert werde. Und das passiert nun mal durch weiterhin bestehende Rollenbilder, die einfach in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr präsent sind, die halt auch durch das Patriarchat weiterhin einfach nur gestützt werden und sich dadurch auch nicht aufbrechen lassen. Und das fängt allein damit an, wenn ich anfange, eine Frau zum Beispiel auf ihr Aussehen zu reduzieren oder ähnliches, ne? Und sie und dadurch dann auch zu diskriminieren. Und das ist Sexismus. Dann muss man aber noch ganz klar differenzieren. Es gibt auch noch strukturellen Sexismus, ne, der sich dann wirklich darauf bezieht, so okay, als Frau bin ich zum Beispiel einigen Gaps unterlegen. Ich weiß nicht, ob euch sowas was sagt, wahrscheinlich schon, wie das Gender Gap, Pay Gap, Health Gap, Pension Gap, also wirklich so die ganzen strukturellen Missstände, die einfach weiterhin vorherrschen und wo man ganz klar erkennen kann, okay, Frauen sind einfach in unserem System wirtschaftlich, sozial etc. benachteiligt. Und das ist halt ein Sexismus, dem wirklich auch nur eine Frau unterliegen kann. Also ich, ne, ich weiß, du nicht, dass du gleich wieder einhakst, ich sage jetzt extra Frau und Mann, weil ich damit quasi die Geschlechterbilder etc. verbinde, die, ne, und bei dem Strukturellen sozusagen, das ist ja etwas, ein Mann kann dem gar nicht direkt unterlegen, weil, okay, Einwurf. Es gibt keinen nicht strukturellen Sexismus, genauso wie es keinen nicht strukturellen Rassismus gibt. Sexismus und Rassismus, also diese haben immer mit Machtstrukturen zu tun, haben immer mit auf Dauer gestellten Mustern zu tun. Das ist so wie zu sagen, es gäbe einen individuellen Sexismus. Deswegen gibt es auch keinen Sexismus gegen Männer und auch keinen Rassismus gegen weiße Menschen. Die können alle möglichen Vorfälle haben und Sachen können passieren, aber das hat nichts mit Sexismus zu tun, weil das nicht systematisch ist. Das ist super wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Ja, du sagst ja gerade extra systematisch nochmal, weil ich sage also Sexismus im Sinne von ein Werbespot ist sexistisch, weil dort vermittelt wird, dass ein Mann beispielsweise nicht dazu in der Lage ist, ein Kind aufzuziehen oder den Haushalt zu machen. Das ist kein Sexismus, das beruht auf Stereotypen und auf keine schönen Stereotypen. Genau, das meine ich ja. Aber das ist kein Sexismus. Wie gesagt, es gibt keinen Sexismus gegen Männer. Das hat was mit dem System zu tun, das da fehlt, weil das eben nicht systematisch immer wieder passiert, sondern punktuell auf Stereotype, die auch nicht gut sind. Aber es ist nicht genau dasselbe. Deswegen habe ich es ja gerade extra nur auf die Stereotypen runtergebrochen. Deswegen danach bei dem strukturellen Sexismus, da sage ich ja ganz klar, so dem kann kein Mann unterliegen. Das geht nicht, weil da einfach die Machtstrukturen nicht für da sind. Okay. Ja. Und eure Einschätzung? Was mich auch in Bezug auf die Debatte total interessieren würde, wie steht es um die LGBTIQ+-Community? Ja, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile auch recht viele Strömungen, die sich teilweise auch, ich sage jetzt nicht direkt anfeinden, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie eine Community, sage ich mal, die zusammen für verschiedene Dinge kämpft. Ne? Also es gibt schon, aber das liegt auch daran, dass einfach so viele unterschiedliche Belänge darin vertreten sind und es ist ganz, ganz wichtig, dass für die alle wirklich Gehör verschafft wird, ne? Und dass die auch alle für ihre Rechte etc. einstehen und kämpfen können. Aber trotzdem merkt man schon, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, das ist auch das, was ich viel von Leuten mitkriege, die ebenfalls in dieser Community unterwegs sind, dass es halt einfach auch ganz, ganz viele Spannungen gibt, die halt auch ein bisschen so einen gemeinsamen, ich sag mal, Befriedungskampf schwieriger machen. Ne? Und mit Befriedung meine ich so Befriedung der Geschlechter letztlich, so dass wir halt am Ende des Tages wirklich alle ja, frei und glücklich leben können, jetzt mal ganz blöd runtergebrochen. Mhm. Dena, wie ist, also was wäre für dich auch vielleicht eine stimmige Definition, weil du dich auch aus den diversesten Perspektiven mit Themen rund um Sex beschäftigen darfst. Von Sexismus? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mich der Person Mirka aus dem Publikum anschließen. Ja. Ja. Dass Sexismus ein gesellschaftliches, strukturelles, systemisches, also es gibt, also es ist halt
so wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, haben sich diese Dinge in die Gesellschaft entwickelt gegen Minderheiten. Und das ist halt einfach, also deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass das nur Frauen sind. Das sind non-binary people, das sind queere Menschen, das sind alle, die halt eben nicht cis-het männlich sind. Weil das eben absolut stimmt, weil die Machtgefüge, wie sie irgendwie gerade sind, unterstützen Männer halt einfach, cis-het-Männer, was auch immer, in allem. Das ist ja das, was wir immer Patriarchat nennen. Und deswegen kann es nicht sein, dass da Sexismus gegen diese Menschen vorfällt. Deswegen, ich kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen, außer das, was ich gerade gesagt habe. Wie siehst du das, Christine? Runter von meinem Mic. Nee, also durch mein Jurastudium, würde ich sagen, habe ich genug von Definitionen. Und ich glaube, meine Vorrednerinnen sind da jetzt schon alle ganz gut drauf eingestiegen, was es ist. Ich kann es einfach nur so ganz grob runterbrechen, dass ich ungleich behandelt werde aufgrund meines Geschlechts. Das ist wirklich runtergebrochen. Du, und um ein bisschen tiefer reinzugehen in die Thematik, wo finden denn sexistische Strukturen innerhalb der Musikindustrie statt? Also auf jeden Fall, wenn es ums Booking geht, würde ich sagen, ist es ein Riesending. Weil einerseits will man natürlich gebucht werden als Band, man will auftreten, aber man will nicht unbedingt mit dem Beisatz gebucht werden, hey, wir brauchen noch eine Frauenband, habt ihr Bock? Dann denkst du, ihr hättet schon Bock, aber nur mehr Bock hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, hey, wir brauchen einen geilen Rock-Live-Act, habt ihr Zeit? Dann würde ich sagen, klar, komm mal rum. Ich sage auch so, klar, komm mal rum, aber es wäre halt einfach schöner, für das angefragt zu werden, wofür man steht. Und man steht halt eben nicht nur für sein Geschlecht, sondern halt eben auch für die Arbeit, die man macht. Und es ist so, dass wir gerne auch auf queer-feministischen Veranstaltungen spielen. Da wurden wir jetzt auch oft schon gebucht und werden da jetzt auch bald wieder auftreten. Es ist einfach cool, innerhalb von so einer Community zu sein, wo man sich irgendwie sicher fühlt. Aber irgendwann, glaube ich, müssen wir in dieser Community auch so weit sein, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt uns genügend empowered, wir sind jetzt stark genug, alle zusammen auf die großen Bühnen zu gehen und zu sagen, hier Platz jetzt, sondern hier wird jetzt keine Bubble mehr gefüttert, sondern wir machen uns jetzt hier im Mainstream breit alle zusammen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, auf das alles rauslaufen sollte. Ich schau dich an. Ja, also ich finde das tatsächlich sehr kompliziert, weil was du gerade beschreibst, das Labeln, gibt es ja auch mit dem, ich nenne es bewusst nicht Genre Female Fronted, ne? Und ich glaube, es kommt immer die Frage, für wen labelt man? Also für die diskriminierten Personen oder für diejenigen, die diskriminieren? Und Female Fronted kann auch positiv sein, wenn damit Leute erreicht werden, die aufgrund dessen auf diese Bands aufmerksam werden. Und ich kenne im weiteren Freundeskreis Männer, die aufgrund der Optik von Schauterinnen in Bands oder gerade eben sehr männlich dominierten Musikgenres, die aufgrund dessen die Aufmerksamkeit der Band gegenüber bekommen und dann merken, ja, wow, Wahnsinn, die kann das ja genauso gut wie ein Mann. Ich halte es nicht für gut, dass wir noch an dem Punkt in der Gesellschaft sind, aber das trägt natürlich auch zur Sichtbarkeit bei. Ich verstehe das, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass es gab ja auch bis vor kurzem noch Radiosender, die Black Music als Genre begriffen haben. Also das geht für mich in die gleiche Kategorie wie Female Fronted, ne? Aber auch wir hatten zum Beispiel bei dem Stream, den du angesprochen hast, dadurch, dass der nicht kommerziell war, sondern komplett ehrenamtlich, hatten wir die Chance, wirklich ohne irgendwelche vorgegebenen Ziele frei zu buchen. Ihr wart ja auch Jetzt kommen die harten Fakten. Ihr wart auch auf unserer Bühne. Und wir hatten tatsächlich intern bei uns auch die Ansage, lasst bitte Sichtbarkeit für Nicht-Männer auf der Bühne schaffen. Ne? Und ich fand es ganz spannend, als du mich angerufen hattest vor ein paar Tagen
Du warst ja auch bei uns in dem Format Kochen mit Jochen, eine Interviewsendung zwischen zwei Live-Konzerten, die wir aus absoluter dem... Absoluter Geheimtipp. Aus dem, gibt's auch immer genau, zu genau, sehen. Die wir aus dem Huxleys live gestreamt haben. Und es hat ganz, ganz viel leider mit dem Angebot noch zu tun. Also wir haben aufgerufen, bewerbt euch bei uns, wir haben gesucht wirklich und die harten Fakten sind wirklich traurig. Also wir hatten insgesamt, ich habe gestern nochmal durchgezählt, 171 MusikerInnen auf der Bühne und davon waren nur 11 weiblich, von denen ich es jetzt weiß. Und das in einer Struktur, wo wir eigentlich darauf achten wollten, dass wir Sichtbarkeit schaffen. Und das Kuriose ist, dass ich, wir haben uns auch unterhalten intern darüber, und ich war der Meinung, dass bei uns die Sichtbarkeit relativ hoch ist von Frauen. Also das bedeutet, dass nur, ich sage jetzt die männliche Wahrnehmung darauf, die wir hatten, also nur weil wir eben Bands hatten, in denen eine Frau dabei war, wo dann aber trotzdem 5 männliche Musiker dabei waren, wurde das bei uns schon als Frauenband wahrgenommen. Also wie krass das schon quasi bei uns, ne? Also wir hatten wirklich das Gefühl, Mensch, wir hatten relativ viele Frauenbands bei uns. Und wir würden nie auf die Idee kommen, eine Band, bei der quasi 4 Musikerinnen sind und ein Mann, das dann als Männerband wahrzunehmen. Und deswegen war ich selber schockiert über die harten Fakten. Also wie sehr Wahrnehmung sich dann doch von den harten Fakten unterscheidet. Also wir sind besser als Rock am Ring immerhin. Die Debatte gab es ja auch, aber nur 11 Frauen auf der Bühne zu haben bei 171 MusikerInnen. 3 davon waren schon mal eben allein in meiner Band. Und wir haben mit einer tollen Band gespielt, Dino Sound. Und die hatten noch Janine am Bass. Also von daher haben 4 schon an einem Abend stattgefunden. Und es erinnert mich jetzt auch so ein bisschen, weil du jetzt sagst, es hat mit dem Angebot zu tun. Es erinnert mich auch so ein bisschen an dieses mega geile Interview von Fat Mike von NoFX im Ox-Fanzine Anfang des Jahres, als er gesagt hat, ja, es gibt halt einfach keine Frauenbands, da gibt es halt keine Frauen, die Rockmusik machen. Und das ist halt einfach so traurig, weil ich mir denke, es gibt Communities hier, auch wie Girl Noisy, die sich einsetzen für die Sichtbarkeit von Frauen in der Rockmusik. Und ich hätte euch auf der Stelle, hätte ich euch 10 Bands nennen können, die da gern aufgetreten wären, die euch da die Hütte abgerissen hätten. Und also wenn es dazu... Endlich meine Anklatscher! Ja, da seid ihr alle! Ich muss dazu... Die 5 Euro gibt's später. Ja, ich muss natürlich eine Sache relativieren, und zwar dieser Stream ist entstanden, um während der Pandemie Bands eine Bühne zu bieten. Also das bedeutet, dass von 100 Bands, die wir proaktiv angeschrieben haben, in etwa immer nur 10 wirklich unter den Bedingungen gerade spielen konnten. Also das heißt, natürlich haben wir auch, es gab mehr Bands mit weiblicher Beteiligung, die, glaube ich, unter normalen Umständen auf unserer Bühne gestanden haben. Aber das hat quasi sowieso das Gesamtangebot an Bands eben auch nochmal massiv verkleinert. Das glaube ich dir auch. Es ist einfach nur so ein Gedanke. Oh, da kommt schon die Wortmeldung. Jetzt wird der Johannes gegrillt. Nein, ja, den müssen wir in Schutz nehmen. Den müssen wir in Schutz nehmen. Weil der Johannes, wir kennen uns auch und ist definitiv ein Ally für uns. Also, da möchte ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Und, aber es ist halt vielleicht jetzt, wenn du wieder in die Situation kommst, dass du weißt, du kannst Bands booken, dass es dir einfach nochmal bewusster wird. Und du hast es ja selber gesagt, du hast die Fakten dir angeschaut und dadurch ist es dir jetzt schon mal nochmal bewusster geworden, dass einfach mehr Frauen da auf die Bühne gehören. Und wenn du noch ein paar Tipps brauchst, dann kann ich ein paar coole Bands sagen. Ich würde vielleicht hier mal kurz rein. Hallo, hier hin. Genau. Also nochmal kurz zu dem, oder vielen Dank für die ganzen Einschätzungen. Ich finde es interessant zu hören, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass eigentlich so dieses ganze Booking-Thema auch mit diesem Rock am Ring, Sophie Hunger hat ja da irgendwie im Spiegel geschrieben, es gibt die Plattform irgendwie, wir können sie irgendwie ergreifen und also oder uns die Hand ausstrecken sozusagen. Und dann finde ich das interessant, dass das sozusagen dann auf der anderen Seite so wahrgenommen wird, okay, wir haben jetzt so 10 Frauen irgendwie auf der Bühne von 150 Beteiligten.
schon irgendwie, also krass, so irgendwie, oder ich fände es irgendwie schön, dann so zu wissen, oder ich glaube, das ist die Möglichkeit, dass wir so Hilfe holen können, wenn wir jetzt genau darauf aufmerksam machen wollen, oder da, wenn ihr da die Aufmerksamkeit drauf lenken wollt, sozusagen, da einfach, okay, wir kennen da eine Frau, wir kennen da eine Frau, wir kennen vielleicht da noch ein Non-Binary, irgendwie da einfach dann auch so rauszugehen und nicht in dieser Patriarch-Bubble sozusagen so zu bleiben oder in dieser Sicht. Genau, also wollte ich noch ergänzen sozusagen, dass eben genau dieser, also Sophie Hunger war jetzt voll da, Cat Frankie, Music Woman, Germany ist irgendwie so eine Plattform, also es gibt ja die Orte, die wir anschreiben können, und klar, in der Pandemie vielleicht nochmal was anderes, kann ich nicht einschätzen. Aber es wird noch, ich muss noch genau. Weiter relativieren, denn das Musikgenre, auf das wir uns ursprünglich begrenzen wollten, war Metal und Rock. Und das ist natürlich auch, ja, also ich kann ja nur aus der Erfahrung sprechen, die wir gemacht haben. Und wir waren insgesamt ein Team von 30 bis 40 Menschen, auch mit, leider, da kommen wir auch nochmal dazu kommen, mit einem geringen Frauenanteil, also mit ungefähr 20%. Ne? Und das Spannende ist ja, dass dieses Kollektiv, was da entstanden ist, ursprünglich ein sehr naiver Gedanke war von vier Freunden damals, da war ich gar nicht Teil davon, die gesagt haben, Mensch, überall für elektronische Musik jetzt zur Pandemiezeit, die haben, glaube ich, sofort angefangen mit Streams, und dann haben wir gesagt, Mensch, wir waren so ein Umfeld aus dem Berliner Sage Club, daher kannten wir uns alle, die Hälfte von uns stand da schon auf der Bühne oder waren eben viele Techniker und Booker dort, und wir haben uns zusammengetan und gesagt, Mensch, lasst uns da was aufbauen. Und ganz am Anfang war das wirklich ganz naiv, Rock und Metal, egal, wer auf die Bühne will, wir machen das jetzt, hatten dann wahnsinnig viel große Unterstützung gehabt. Wie gesagt, das Trinity Music hat komplett uns das Huxleys zur Führung gestellt. Wir haben also wöchentlich zwei Bands aus dem Huxleys. Unser ursprünglicher Gedanke war, Bands zur Pandemie eine Bühne zu bieten, auf die sie sonst eigentlich nicht kommen, nicht unter normalen Bedingungen. Und der Idee der Sichtbarkeit von Frauen kam dann noch on top, weil wir es uns leisten konnten. Und naja, also man muss das leider sagen, dass natürlich die Welt, deswegen sage ich, der Ist-Zustand ist halt leider noch nicht so, dass wir, als wir alle Leute rumgefragt haben, weil wir haben wirklich Händering-Bands gesucht, also das war nicht so zu dem Zeitraum, dass die Bands bei uns mega angeklopft haben, weil es eben auch aufgrund der Pandemiesituation, es waren wirklich harte Hygieneregeln, die wir vor Ort hatten. Viele Bands waren nicht geprobt. Also die haben gesagt, ey, ja mega, schreibt uns nochmal an, wenn wir einen Proberaum wieder betreten dürfen. Also es war unfassbar schwer. Und wir haben den gesamten Freundeskreis, also wir haben händeringend quasi Bands gesucht. Ne? Und das Ergebnis war, dass eben trotzdem nur 11 Musikerinnen auf der Bühne standen. Ich glaube, jetzt müssen wir mal unser wunderbares Publikum zu Wort kommen lassen. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich stehe auch nochmal auf, weil ich so weit hinten stehe. Ich wollte noch was hinzufügen, weil wir die ganze Zeit über das Booking und über die Bühne reden, und es ist natürlich wichtig, weil das die Außenwirkung ist. Aber ich finde auch, hinter der Bühne und im Produktionsbereich gibt es viel zu wenig Möglichkeiten für nichtmännliche Personen teilzunehmen. Wie oft müssen sich nichtmännliche Leute anhören, du bist nicht tough genug, oder manchmal muss man auch ein bisschen Arschloch sein, das können Männer einfach besser. Also ich habe so viele FreundInnen in meinem Kreis, die versuchen irgendwie ins Tourmanagement zu kommen, ins Musikmanagement zu kommen, und die sich ständig so eine Kacke anhören müssen. Und dafür, finde ich, müssen auch viel mehr Strukturen einfach geschaffen werden. Ich wollte nur, dass der Punkt nicht unter den Tisch fällt. Genau. Total. Da würde ich eigentlich genau dran anknüpfen, weil ich finde, diese Diskussion hat einfach genau deine Frage beantwortet, Mia. Was sind die sexistischen Strukturen in der Musikindustrie? Genau das. Wer war denn in eurem Team? Was für Zugänge hatten denn diese Leute? Darauf wollte ich hinaus. Ja, schon. Nee, aber ich meine, das ist auch irgendwas, worauf man Einfluss hat. So. Wie divers stelle ich mein Team auf? Was kennen diese Leute für Zugänge? Ich meine, sie habt ja obviously nicht gefragt. So. Also ich will dich gar nicht angreifen. Ich meine nur, ihr hattet, also so, wenn ihr jemanden gehabt hättet, der irgendwie das mehr im Auge gehabt hätte, weißt du, eine Frau, was auch immer, eine Musikerin, dann tun sich da einfach ganz, ganz viele andere Türen auf. Und deswegen ist ja Diversität so verdammt wichtig, weil man eben nicht das alles aus einer Perspektive heraus betrachten darf. Weil dann ist es so wie bei euch, so, ah ja, wir haben hier händeringend geguckt, aber wo habt ihr geguckt, mit wem habt ihr geguckt, mit wem habt ihr kollaboriert, was habt ihr für Zugänge haben denn die Bands überhaupt?
auf euer Portal auch so? Also ich meine, was für werden Frauen überhaupt oder nicht männliche Menschen, werden die überhaupt dazu ermutigt, Rock und Metal zu machen? Das fängt ja super, super, super früh an. Das ist ja keine Frage vom Angebot. Und trotzdem gibt es irgendwie mega coole Bands, die halt irgendwie sich trotzdem sagen, so, ey, wir machen das irgendwie und sich da irgendwie hochkämpfen. Aber wo sind die so? Ich glaube, das ist halt einfach so Diversität, ist einfach wichtig. Und um nochmal auf deinen Punkt hinzuzukommen, das sind halt die sexistischen Strukturen. Die Leute, die an den entscheidenden Stellen sitzen, die Leute, die booken, die Leute, die die Technik machen, die Leute, die die Labels machen, die Leute, die alles Mögliche entscheiden, das sind halt einfach immer noch sehr viele, sehr, sehr, sehr viele, zum größten Teil Männer. Weiße Männer, es gibt sehr viele, sehr, sehr wenige POCs, es gibt wenige queere Menschen, es gibt wenige Frauen, die da am Drücker sitzen und die irgendwie dazu beitragen können, dass sich das irgendwie verändert. Und das ist halt einfach der springende Punkt. Das ist der Sexismus da drin. Deswegen sind wir alle irgendwie noch so am Kämpfen und am Struggeln, weil es eben nicht Frauen, nicht queere Menschen, nicht Non-Binary sind, die diese Entscheidungen treffen. Ich muss dazu auch sagen, deswegen, dass... Genau, also das wäre der zweite Teil meiner Antwort gewesen. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es eben aufgrund dieser Strukturen ist. Also deswegen finde ich es so wichtig, erstmal den Ist-Zustand zu beschreiben. Und das haben wir ja auch hinterfragt. Nee. Ja, das. Okay. Also das versuche ich gerade mit diplomatischeren Worten tatsächlich. Deswegen sage ich gerade, es ist keine Verteidigung. Ich fühle mich gar nicht in der Position, mich verteidigen zu müssen dafür, weil ich will dafür ich bin vom Prinzip her, kannst du sagen, das ist ein schlechtes Beispiel, wie diese Branche funktioniert. Und das, genau, aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ich bin ja nicht angeklagt worden dafür, dass wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben, sondern ich sage dir ja nur, dass diejenigen, die leider gerade darüber entscheiden, diese Sichtbarkeit natürlich, also die müssen diesen, also guck mal, ich zeige dir gerade selber, dass ich diesen Ist-Zustand erst lernen musste. Ne? Und solange noch zu viele Männer in diesen Positionen sind, sind das ja diejenigen, die auch sensibilisiert werden müssen für dieses Thema, dass sie eben anders bucken oder dass sie eben ihren Platz frei machen. Und ich bin auch in meinem eigentlichen Beruf in einer Position, in der ich die Macht habe, mein Team zusammenzustellen, nämlich in der Filmbranche. Und bei meiner letzten relativ großen Produktion hatten wir, ich habe es auch komplett durchgerechnet, tatsächlich einen Frauenanteil von 50%. Aber auch da wieder in typischen Gewerken, Maskenbild, Kostümbild, waren Frauen in den, im Regie-, im Kamerabereich, waren es Männer. Und ich finde, es ist trotzdem wichtig, und das war ja, glaube ich, mein Eingangsreden, ich kritisiere mich selbst und ich kritisiere diese Männer, von denen ich selber am Gespräch merke, dass sie, wenn man diese Probleme anspricht, diese Probleme nicht sehen. Ja, das ist aber auch eine Hälfte des Problems. Ja, aber deswegen sitzen wir ja hier. Genau, deswegen sitzen wir hier. Du wolltest auch was sagen. Also tatsächlich wollte ich mich dir da eigentlich hauptsächlich anschließen, du hast jetzt eigentlich hauptsächlich schon das gesagt, was ich noch hinzugefügt hätte, aber woran ich auch einfach noch gedacht habe, ist, weil ich das gerade in meiner Masterarbeit so ein bisschen recherchiere, wie krass das eigentlich ist, dass sich in den letzten Jahrzehnten da einfach fast nichts getan hat. Also Rock am Ring hast du ja vorhin schon angesprochen, das ist irgendwie ein Festival, was es nächstes Jahr nicht mal hinkriegt irgendwie, ich glaube über 6% Frauenanteil zu haben. Da müssen wir irgendwie nochmal drauf gucken, sind da überhaupt, also vor allem bei den ganzen Studien und den ganzen Zahlen, ja, da wird ja zum einen klar, es hat sich fast nichts verändert, es ist teilweise eher schlechter geworden als vor 20 Jahren, vor 10 Jahren teilweise. Dann kommt dazu, es wird meistens von Männern und Frauen gesprochen, es wird nicht mal drauf geguckt, sind da überhaupt non-binäre Personen dabei oder andere Geschlechter irgendwie generell. Und dann gibt es auch noch total wenige Studien, was du auch gerade angeguckt hast, die dann irgendwie nochmal aufzeigen, so was hat sich überhaupt im Bereich von diesen krassen weißdominierten Räumen denn geändert, also was für Menschen sind da überhaupt präsent, die jetzt irgendwie nicht weiß sind.
Und ja, ich finde das irgendwie voll wichtig, dass wir heute, dass ihr darüber heute redet. Ich finde das schön, dass ihr uns teilhaben lässt daran. Und ja, ich würde einfach nur beifügen wollen, ich fände es schön, wenn es sich aufbrechen würde und nicht nur dieses Männer-Frauen irgendwie wirklich darüber geht, sondern wirklich mehr in Richtung, ja, auch andere Geschlechter mit einbezogen wird, weil das wirklich rausfällt. Und zu dem Punkt, was du meintest, irgendwie von wegen wir im Team, wir haben dann Unconscious Bias, das mussten wir erst lernen. So, ich glaube, das habe ich bisher auch so mitbekommen aus meinem Umfeld. Und ich finde, dafür soll es auch Raum geben, auf jeden Fall. Aber ich finde auch auf jeden Fall, so vom Punkt, was du gesagt hast, fand ich das wichtig. Es muss auf jeden Fall auch vielen, 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 vielen Männern klar werden, dass sie auch Platz machen müssen, damit sich was ändert. Weil wir sehen ja in den Zahlen, es hat sich fast nichts verändert in diesen letzten Jahrzehnten. Wie kann sich was ändern? Nicht nur, indem Männer sich dann dahinstellen und sagen, okay, wir booken jetzt mal eine Frau, sondern indem auch Platz gemacht wird. Wir haben hier in unserer Runde auch eine Frau sitzen, die schon sehr erfolgreich ist und in einer sehr, sie ist die Geschäftsführerin der Riverside Studios, bei denen wir heute sind, und sie hat sich vorhin kurz zu Wort gemeldet, und ich möchte natürlich auch ihre Meinung, weil sie ist nämlich auch eine absolute Expertin, weil sie damals schon ihre Magisterarbeit diesem Thema gewidmet hat. Deswegen würde ich darum bitten, dass wir einmal das Mikrofon zu Ima weiterreichen. Hallo, das ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Typisch Frau. Das geht auf mich. Ich wollte eigentlich jetzt, eigentlich geht es sehr in die Richtung, was hier jetzt gerade so gesagt worden ist, weil mir ist was ein anderes Beispiel aufgefallen, und es ging voll in die Richtung von dem, was du Johannes, gesagt hast. Und zwar, ich habe ja viel mit allen möglichen Events und Kulturevents und Festivals und so weiter zu tun, und demnächst findet eine größere Veranstaltung statt, ich sage jetzt einfach nicht welche, bei der ich beratend tätig gewesen bin, was die Thematik und so weiter angeht. Und dann habe ich da beraten und habe nicht weiter geguckt, wer da gebucht worden ist. Bis vor 3 Tagen mehrere Leute zu mir ankamen und meinten, um Gottes Willen, da sind überhaupt keine Frauen dabei. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich darauf überhaupt nicht geguckt habe, weil ich den beraten habe über die Thematik. Und im Endeffekt dann einfach festgestellt hat, dass der Typ, mit dem ich die ganze Zeit zu tun hatte, eine komplette Männercrew hinter sich hat. Das heißt, hier haben wir einfach ein so krasses Mindset-Problem, weil die Männer einfach gar nicht erst auf die Idee kommen, das mal zu hinterfragen. Und das ist das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Das finde ich halt, das hat mich da total erschrocken, weil ich selber auch dachte, scheiße, da hätte ich da selber drauf achten müssen. Und das ist einfach so tief drin, und ich kriege das hier von meiner Arbeit hier auch mit. Ja, Beispiel, wie viele Produzentinnen weltweit überhaupt erfolgreich, also als Frauen, als Produzentinnen arbeiten können, sind 3%. Und ich kann mit so vielen Zahlen um mich schmeißen, ich habe tatsächlich darüber geschrieben und weiß, mein Studium ist jetzt 10 Jahre her, und ich habe über Sexualität und Musik geschrieben und bin erschrocken, dass sich nichts geändert hat, gar nichts und nicht mal ansatzweise. Es gibt zwar viele Kollektive und Gruppen und Organisationen, die jetzt alle irgendwie was machen oder versuchen, was zu bewegen, aber an den Zahlen ändert sich kaum was. In der Musikindustrie sind fast keine Frauen in höheren, wichtigen Positionen vertreten, und wenn, dann müssen sie hart kämpfen. Und das betrifft die Künstlerinnen, genauso wie die Produzentinnen oder Bookerinnen, Management, egal. Und das finde ich einfach scheiße. Soweit dazu. Okay, wir haben einen sehr unerfreulichen Ist-Zustand. Jetzt geht es aber auch darum, darüber nachzudenken, was sich ändern kann, darf, muss, damit sich das eben ändert, damit wir genau aus dieser Situation, in der wir uns heute befinden, rauskommen. Nadine, hast du eine Idee? Ja, ich meine letztlich, wie gesagt, das Bewusstsein, wo wir eigentlich schon dabei sind, das zu schaffen, merken wir, wie wir jetzt gerade auch festgestellt haben und wie der Ist-Zustand einfach zeigt, es ist einfach noch nicht so ausgereift, wie es eigentlich der Fall sein müsste. Ne, ich meine, immerhin, wir sind in einem postindustriellen Land, wir sind eigentlich eine aufgeklärte Wissensgesellschaft, so wie kann es sein, dass wir eigentlich immer noch an diesen Themen irgendwo jetzt Gleichstellung etc. scheitern, ne, beziehungsweise was heißt scheitern? Ja doch, scheitern kann man eigentlich schon sagen. Und von daher, ja, weiter Bewusstsein schaffen und vor allem auch, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, Männer dazu anzuregen, wirklich, ja, Frauen auch zu helfen und eben Platz zu machen, ne? Und auch nicht nur Frauen, sondern auch Non-Binaries und auch allen anderen Geschlechtern. Also es ist wirklich, dass die Männer auch ganz klar was von sich aus dafür tun müssen, damit die anderen letztlich mehr in Freiheit etc. leben können.
Ne? Also da muss wirklich einfach noch mehr getan werden und auch mehr dann wirklich ins Aktive reingegangen werden. Und nicht nur, ja, ich weiß, es gibt die und die Strukturen, sondern wirklich, hey, was kann ich als Mann beispielsweise machen, damit es ja, den anderen Geschlechtern etc. besser geht? So, wie kann ich da meinen Beitrag leisten? Ne? Ich glaube, die Rike hat auch eine Idee, was sich ändern darf. Hallo erstmal. Ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, was ich als grundsätzliches Problem oder auch als Lösung sehe, ist, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen. Das klingt jetzt sehr plakativ und sehr bilderbuchhaft, aber den Unmut, die Ungunst und den Hass, den ich von Gleichgesinnten erfahre, nicht nur ich, sondern einfach auch mitbekomme, ist unfassbar. Und ich sage immer, wenn sich nichtmännliche Personen vereinen würden, dann würden wir die Weltherrschaft an uns reißen, und zwar so. Und deswegen versuche ich immer, alle zu ermutigen, if she's doing the same as you, she's not your competition, she's your sister, so support her. Einfach, dass wir uns gegenseitig mehr supporten. Es gibt genug Platz für uns alle und wir können zusammen was Cooles machen. Ja. Das ist nämlich genau das, was ich immer sage. Es gibt ein großes Festival, es wird eine weiblich gelesene Band gebucht und das war's, weil jetzt haben wir ja eine. Cool. So, noch eine zweite. Ja, wir haben doch schon eine. Ja, wir haben noch 7 männliche Bands. Ach so. Ja, wir haben ja eine Frau, das ist cool. So, also das ist so irgendwie so für mich das Gefühl, was ich so habe von den Festivals, und das muss ich einfach ändern. Und dann, wie Christine es ja gesagt hat, muss ich halt aufbrechen, dass wir nicht als Frauenband gesehen werden, sondern wir machen halt auch geile Mucke, und das fängt schon ganz früh an, wie du auch gesagt hast. Wenn wir von Anfang an in den Kindesschuhen alle dazu ermutigen, auch nimm eine Gitarre in die Hand, setz dich ans Schlagzeug, du kannst alles werden, und zwar jeder kann alles werden, so, dann haben wir, glaube ich, diese Problematik nicht mehr, dass der Großteil von Gitarristinnen einfach männlich gelesen wird. So, weil dann haben wir viel mehr Frauen und so weiter. Also da müssen wir ganz früh anfangen. Aber für den Ist-Zustand, glaube ich, hilft es sehr, wenn alle Zeitschriften wie Bild der Frau einfach verbrannt werden und die uns grundsätzlich sagen, die Schlanksuppe, -4 Kilo in einem Tag, weil du tust einfach verdorbene Lebensmittel rein und kotzt dir die Seele aus dem Leib. Und dann, dass man sich einfach gegenseitig supportet und nicht hatet, sondern wir zusammen können das schaffen. Ja, ich glaube auch, das ist ein irrsinnig, irrsinnig wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Deswegen sagen wir zum Beispiel bei Music is Her Passion auch Equality Empowerment, und dass es am Ende auch wirklich darum geht, dass egal wie wir uns identifizieren, dass wir uns einfach helfen, gegenseitig eben besser zu werden und dafür zu sorgen, dass jeder genau das machen kann, wovon er träumt, was man eben machen will, und sich aufhört, eben immer als Konkurrenz zu sehen, was halt wirklich auch überwiegend leider nach wie vor noch ein sehr stark weibliches Problem ist. Und ja, Johannes, was kannst du denn als Mann tun? Was sagst du zu Allyship? Ja, also was wir aktuell zum Beispiel machen mit meiner Band ist, dass, ich habe es ja eben schon angesprochen, ein Gewerk im Filmbereich, das Bereich Kamera zum Beispiel, ist unfassbar unterrepräsentiert, was Frauen betrifft. Ich glaube, das liegt bei 5 bis maximal 10%, was jetzt zum Beispiel die Top 100 Spielfilme in Deutschland produzierte betrifft. Was wir als Band gerade machen oder vor ein paar Tagen gemacht haben, ist, dass wir, also wir haben vor einer Weile schon entschieden, dass wir bei denjenigen, die Musikvideos für uns machen, eben uns ganz bewusst, also wir haben einen Post verfasst, in dem quasi offiziell aufgerufen wird, wir suchen Personen für die Kamera, und haben ganz klar Cis-Männer ausgeschlossen, weil sie eben in meiner Position schon vorhanden ist. Und das Feedback war auch sehr interessant, weil wir haben ganz klar formuliert, wir suchen keine Männer. Und die ersten 5 Sachen, die an uns herangetragen wurden, waren alles Männer. Also nach dem Motto, ich habe gehört, ihr sucht Kameramänner. Nee, suchen wir eben genau nicht. Eine einzige Frau war dabei. Also das heißt, selbst wenn man diesen Aufruf entsprechend gestaltet, das meinte ich vorhin mit, und wir haben den sogar in unserer eigenen Bubble, die sehr divers ist, da unsere Band sehr divers ist, gestartet. Und wie gesagt, also selbst auf einen Aufruf, bei dem wir ganz bewusst sagen, wir wollen mit Frauen da in diesen Positionen zusammenarbeiten, haben sich bisher eigentlich fast nur Männer beworben. Aber ich finde, es ist trotzdem auch einfach wichtig, eben, also so wie ihr das jetzt auch macht, sehr gezielt dazu zu suchen, aber auf der anderen Seite auch, dass Männer sich oder männlich gelesene
Personen auch beginnen, sich einfach stärker für Frauen einzusetzen. Wenn wir eben auf so einem Festival wie Rock am Ring sind, wenn vielleicht auch die Menschen, die eine Stimme, also eine große Stimme haben, sich für andere stark machen, dass das vielleicht auch was bewirken kann. Ja, also ich empfinde das ja auch so, dass die Männer in Machtpositionen, die müssen umdenken. Denn wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, als ich, ob ich Nachwuchsregisseur war oder Nachwuchsmusiker, ich hätte das nicht verstanden, wenn du mir gesagt hättest, okay, du kannst morgen bei Rock am Ring spielen, mit danach gesagt wird, aber übrigens, ihr seid absolut überrepräsentiert, hätte ich das in meiner Wahrnehmung als sehr unfair empfunden, da nicht gebucht, also ich hätte mich diskriminiert empfunden in dem Augenblick, ne? Ich hätte jede Chance genutzt, nur auf die Bühne zu kommen, ne? Und ich glaube, dass man gar nicht den Bands, die sich bewerben, den Vorwurf machen muss, sondern eben, wie gesagt, das wäre vorhin Teil meiner Lösung gewesen, gerade den aktuell noch überproportionierten Männern, die ein Verständnis dafür geben müssen, bucht anders, ne? Ändert euer Mindset. Und jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Frage. Sollen Männer Platz machen oder soll man mit Geduld daran arbeiten, dass andere, also dass nicht Männer in diese Positionen kommen? Denn was ich auch merke, ist, dass viele Männer sich bedroht fühlen. Natürlich. Ja, exakt. Ich bin absolut, muss ich nochmal sagen, ich bin absolut für Frauenquote. Ja, natürlich. Also ich bin absolut für die Frauenquote. Ich sehe nur in Kommentarspalten, in denen ich mich aktiv viel beteilige, viele Argumente von meinen Geschlechtsgenossen. Und die natürlich alle Frauenquote als etwas empfinden, das quasi unqualifiziertere Frauen in die gleiche Position bringt. Also ja, richtig, genau, du schüttelst zu Recht den Kopf, das ist nicht mit Frauenquote gemeint. Aber deswegen sage ich, solange wir weiße Männer die Macht haben, gilt es ja, dass wir unser Mindset ändern müssen. Und dafür, deswegen sage ich, mein Eingangsplädoyer war schon, ich bin schockiert über den, wie wenig meiner Geschlechtsgenossen, inklusive mir, deswegen sage ich, ich muss das auch lernen, diesen Ist-Zustand als Ist-Zustand wahrnehmen. Also die meisten meiner Kollegen sagen, ja, ich habe es doch auch an die Spitze geschafft durch Können. Und denen sind ihre Privilegien nicht bewusst. Ja, natürlich. Ja, nochmal, du musst mich nicht überzeugen. Ich will nur gerade eine Sensibilität dafür schaffen, dass die Männer, die jetzt noch in entscheidenden Positionen sind, denen ein Argument zu geben, was sie in ihrer Welt verstehen, um den Weg frei zu machen, ohne dass sie sich bedroht fühlen. Also ihnen. Nein, natürlich geht das nicht ohne Lobby. Das ist natürlich, darum geht es überhaupt nicht. Aber das ist das. Also ich merke nur, woran ich scheitere. Ne? Wenn ich mit Kollegen bei mir, wenn ich sage, Mensch, lass uns doch mal, also wie gesagt, ich bin Werbefilmproduzent und ich habe schon ganz bewusst gesagt, Mensch, lass uns doch ganz bewusst gewisse Positionen an Frauen vergeben. Und dann kriege ich, teilweise von Client-Seite oder teilweise eben von Kollegen, warum? Es geht doch um Qualität. Ist noch nicht peinlich. Ja. Genau, richtig. Und deswegen sage ich, da sehe ich den großen Ansatz. Also wie seht ihr das im Publikum? Du stehst schon relativ lang dahin. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist dieses Entitlement, dieses Denken, ich bin ja hier, weil ich das kann und eine Frau kann das nicht. Und woher kommt das, dass den Frauen nicht die Struktur gegeben wird, überhaupt so weit aufzusteigen? Also jetzt mal dein Beispiel zum Beispiel vorhin mit der Kamerafrau. Wie viele Kameraassistentinnen habt ihr am Set? Wie viele Set-Praktikantinnen habt ihr am Set? Man muss das ja auch aufbauen. Man kann ja nicht von heute auf morgen Kamerafrau werden, genauso wie man nicht von heute auf morgen Producerin wird. Aber stell doch vielleicht auch in unteren Ebenen, also gib doch die Möglichkeit für Frauen auch aufzusteigen und nicht nur einer von 10 Männern, also von 10 freien Stellen einer Frau, sondern gib doch mal 8 Stellen an Frauen. Also genau, da sehe ich auch die Lösung. Genau, also und in der Ausbildung. Problem ist aber auch dieses Bubble-Ding, was wir vorhin auch angesprochen haben, weil ich meine, wir sehen es auch hier heute, wie hoch der Frauenanteil ist, wie hoch der Männeranteil ist, wer interessiert sich überhaupt für dieses Thema, hauptsächlich Betroffene. Und deswegen ist es das Wichtige, das muss quasi Mainstream werden und man muss sich trauen und deswegen finde ich es auch super, dass du heute in dem Panel sitzt, ich weiß, du kriegst heute viel ab, so. Aber dafür sind wir ja da, um in diesen... Und wir haben viele andere Männer angefragt, muss man sagen. Genau. Und der Johannes war wirklich der Erste, der gesagt hat, so, ich mache das auf jeden Fall. Klar, und genau, aber dieser Diskurs, den wir ja haben, das ist halt so wichtig, weil oft ist dieses Denken gar nicht da. Man muss einfach dieses Mindset öffnen. Deswegen ist es so wichtig, liebe Männer, kann ich nur sagen, bitte seid mehr Ally
Und wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, zu einem Bookersaufen geht oder wenn ihr irgendwie merkt, so hier wird zur Männerrunde eingeladen, dann fragt doch mal, wieso können die Frauen nicht auch kommen? Die machen doch das Gleiche wie wir. So, gebt uns mehr Raum und steht auch für uns mit ein. Weil wir können unsere Stimme nicht immer erheben. Sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch eine andere Wortmeldung aus dem Publikum? Nee, ich will den Rest, also... Ich merke das jeden Tag zu Hause. Denn das. Ich finde es okay, dass wir ihn gerade roasten, weil ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass es Männern peinlich ist, die Sachen gemacht zu haben, die sie gemacht haben, um dann beim nächsten Mal es anders zu machen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass du ein super Ally bist. Ich finde es aber tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich an anderen Stellen laufen müsste. Also wie quasi die Peinlichkeit dessen, dass eine All-Man-Veranstaltung stattfindet, ein All-Man-Song rausgebracht wird, ein All-Man-Film gemacht wird und so weiter. Das muss peinlicher werden und es wird nur dadurch peinlicher, dass halt der Finger drauf gezeigt wird und immer wieder darauf hingewiesen wird. Und nicht nur im Keller, ich finde es auch lustig, dass wir hier unten sitzen, und so, sondern genau. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich schon die ganze Zeit sagen wollte, weil eigentlich habe ich gedacht, wir sprechen heute auch hier darüber, was wir alle jeweils dazu beitragen können. Und ihr seid ja auch total gute Beispiele, wie es funktionieren kann. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt verschiedene Radiostationen, die angefangen haben, so bestimmte 50-50-Playlists zu machen. Ach, welch Wunder, plötzlich schaffen es die Majors doch mehr Vorschläge mit Frauenbands an die Radiostationen zu schicken als früher. Früher war es so, ja, wir haben ja eine Frau pro Stunde, das reicht. Es gibt immer noch Radiosender, jede Menge deutschlandweit, die finden, das ist immer noch total okay. Sie haben ja eine Frau gespielt. Solange Dreisat 24 Stunden Musikvideos zeigen kann und da findet keine einzige Frau statt und es ist nicht peinlich und niemand hat es gemerkt, das meine ich mit, es muss peinlicher werden. Und ich glaube, dazu gehört, den Finger drauf zu zeigen und es dazu gehört auch, mit rotem Gesicht da zu sitzen und geroastet zu werden. Also wir brauchen diese Situation einfach noch mehr und ich wünschte mir, dass du das mit nach Hause nimmst und deinen Homies sagst, ey, Leute, ist unangenehm und wir alle sollten ein bisschen mehr von diesem unangenehmen Gefühl erleben, weil dann merken wir auch, wie es halt, was halt bedeutet, irgendwie mal ein bisschen Platz zu machen, weil die Männerquote gibt's. Wir brauchen nicht eine Frauenquote, sondern wir brauchen einfach Abschaffung der Männerquote. Da wäre schon viel mit getan, glaube ich. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben wollte, hab mal ein bisschen mehr Geduld, jetzt haben sich nur Männer beworben, gib dir mal noch 3 Wochen mehr, frag noch mal in anderen Kreisen, da werden sich schon noch Frauen und Non-Binaries melden. Manchmal melden die sich halt nicht als erstes, weil sie eben eher denken, ach, ich kann jetzt noch nicht ganz so gut mit der Kamera umgehen, ich übe noch mal 3 Monate im Keller, bevor ich nach draußen gehe oder ich übe noch in meinem Safe Space oder so, weil wir alle, die nicht Männer sind, brauchen Safe Spaces, um uns erstmal sicher zu fühlen, bevor wir da rausgehen in diesen Haifischkäfig. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Deswegen bei so Ausschreibungen einfach ein bisschen mehr Geduld haben, nochmal eine Runde mehr, nochmal mehr Leute fragen, und dann abwarten und dann melden sich die anderen schon. Hallo? Okay. es geht letztendlich noch um eine andere Seite, die ich den Männern dann auch noch zusprechen will. Und zwar nicht, dass ihr nur Frauen supportet, das ist natürlich das A und O, aber vor allen Dingen auch euch Männern untereinander Zuspruch gibt, euch die Angst davor zu nehmen, dass Frauen eine Bedrohung sein können. In der Hinsicht, dass eben gar nicht mehr so, weil jetzt wird gerade, man zeigt mit Männern auf den, mit Fingern auf die Männer und ihr seid irgendwie die Buh-Männer, aber versucht doch euch untereinander emotional irgendwie zu stärken und zu sagen, hey, warum muss ich denn Angst haben, wenn jetzt eine Frau meine Position einnehmen könnte? Ich krieg vielleicht weniger Geld, aber vielleicht kann die Frau mit dem Unternehmen ja dann so was machen und das umkrempeln, dass das Ganze an sich, dass jeder daraus profitiert und nicht nur, weil einer dann vielleicht mal 200 Öcken weniger auf dem Konto hat oder so, sondern einfach mal ein bisschen langfristiger denken und euch untereinander auch die Ängste nehmen, weil die Angst führt ja auch zu Blockaden, die dann weiter dazu führt, dass das aufrechterhalten wird. Genau. Du darfst gerne noch was sagen. Ich will nicht ständig als Mann zum Mikro greifen, aber dafür, weil ich gerade angesprochen wurde. Ja, das erlebe ich tatsächlich auch im Freundeskreis, dass ich, wenn ich Männern, also
ich mache leider die Erfahrung, dass ich als Mann bei dem Thema ernster genommen werde bei bekannten Männern von mir, als wenn Frauen über das Thema reden, was ja auch Teil des Problems ist. Witzigerweise, wenn ich Männer davon überzeugen müsste, warum das gut ist, das zu ändern, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich die Generation über mir, kenne ich zwei Familienväter, die sehr unter dem Druck standen und gelitten haben, ihre Familie versorgen zu müssen. Also die kommen, wie gesagt, noch aus einer Generation vor mir. Und die haben lustigerweise verstanden, dass wenn sie natürlich auch ihrem Rollenbild nicht mehr gerecht werden müssen, dadurch natürlich auch einen Teil Freiheit bekommen und entlastet werden. Und das war ein total interessanter Ansatz, wo viele in meinem Bekanntenkreis plötzlich gesagt haben, ja stimmt, also ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt auch gleichaltrige Männer, die sagen, stimmt, wenn ich gar nicht mehr so der coole Typ sein muss, ja, irgendwie fühle ich mich viel wohler damit. Also es setzt ja auch ein Mann auch ja eben unter den Druck, ein Rollenbild erfüllen zu müssen. Und an dem Knackpunkt, also so habe ich dich zumindest verstanden, ich kann dich gerade nicht sehen. Hallo? Genau. So habe ich dich gerade verstanden mit dem Ermutigen oder quasi Geschlechtsgenossen zu erklären, warum das eben, warum man einen Profit davon hat. Und leider überzeugt man viele Leute auch nur, wenn man ihnen einen Profit davon aufzeigt. Und das ist unter anderem einer. Stichpunkt toxische Männlichkeit. Das ist ja auch am Absolut. Ende was Gutes, was die Männer erfahren, wenn sie das loslassen. Genau, wir sind jetzt langsam aber sicher, kommen wir zum Ende von unserer Runde und das ist gerade eben vorhin schon eine sehr gute Anmerkung gekommen. Wir wollen eben auch drüber nachdenken, was muss sich ändern an dieser Musikindustrie, damit sie ihren internalisierten Sexismus überwinden kann. Dina, du hast vorhin schon so viele tolle Dinge genannt. Vielleicht magst du... Another rant coming up. ja, so eine ähnliche Frage hattest du vorhin ja auch gestellt. Also ich glaube, das ist eben nicht so einfach aufzudröseln. Und ich glaube, dass es auch gar nicht um die Musikindustrie an sich geht, sondern halt um die Gesellschaft als Ganzes. Weil die Musikindustrie ist ja nur ein Abbild davon, was gesamtgesellschaftlich so passiert. Und ich denke, Dinge, die wir tun können, sind Bildung, uns selber weiterzubilden. Und das sind aber halt eben auch oft einfach Betroffene von Diskriminierung jeglicher Art, die sich dann mit solchen Themen halt einfach mehr auseinandersetzen. Looky here. Und zum anderen halt einfach, ja, unsere Privilegien zu checken und die eben fürs Gute einzusetzen, wenn wir können. Und ich finde es lustig, dass du vorhin gesagt hast, es gibt so viele Parallelen mit dem Klimawandel auch, weil das ist eigentlich genau dasselbe. So alle wollen immer was machen, bis sie selber Kompromisse machen müssen, bis sie selber was aufgeben müssen. Und dann, dann darf ich jetzt aber auch nicht irgendwie nach Spanien fliegen. Na, ist dann doch nicht mehr so wichtig. Und so ist es halt leider oft auch in so Sexismusdebatten und der Musikindustrie und wo auch immer, wenn man guckt, sobald es halt darum geht, Platz zu machen, wirklich Platz zu machen, auch die eigene Position aufzugeben und zu sagen, ich sage jetzt halt dann mal nichts oder ich gebe diese Position halt an jemand anderes, der vielleicht die Bühne mehr braucht als ich, dann da hört es halt schon wieder auf. Also ich glaube, das ist aber halt dieses Ding, Privilegien, sich über die bewusst zu werden, sie für Gutes zu nutzen, für andere zu nutzen, die Stimme und die Reichweite dafür einzusetzen, dass andere Leute, die eben keine Stimme haben, gehört werden. Und ja, Bildung ist, glaube ich, so das A und O. Zum Stichpunkt Bildung habe ich auch einen super guten Hinweis für euch, weil nämlich hier in diesen Räumlichkeiten gleich im Anschluss eine ganz tolle Session von Ableton stattfindet, die ausschließlich nur für Flinter ins Leben gerufen wurde. Und da sind alle herzlich eingeladen, auch noch dabei zu sein, zuzuhören. Da wird bestimmt ganz viel Großes, Kreatives noch passieren, weil ich denke auch, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist einfach, dass wir ja noch dieses strukturelle Problem, es ist da. Und wie können wir es lösen? Unter anderem auch, indem wir ganz, ganz viele, die davon betroffen sind, dazu empowern, auf allen Ebenen, egal wie früh das anfängt. Wie war denn das bei dir? Egal, normalerweise ist es ja schon total abschreckend, gerade so dieses Teenager-Alter, das ist, die Proberäume sind voller Männer und Frauen trauen sich ja da oft nicht rein. Bei euch war das ja dann anders. Wie kann man Mädels dazu empowern, auch selbst zum Bass zu greifen, Produzentin zu werden und da aktiv zu werden? Das ist, glaube ich, ganz schwierig, ich jetzt da nicht aus so einer großen persönlichen Erfahrung
schöpfen kann, weil ich einfach sagen muss, ich habe mich davon noch nie abschrecken lassen, wer jetzt da so neben mir sitzt. Das war mir einfach in dem Sinne völlig egal, bis auf die Tatsache, dass ich mir dachte, okay, jetzt nicht zu sehr jetzt hier lieber eine von den Jungs sein, wie man so schön sagt, und sich halt so in dieses Gefüge reinbringen, anstatt halt eben zu sehr die eigene Weiblichkeit zu betonen in dem Fall. Aber ich glaube halt einfach, je mehr Leute sichtbar gemacht werden, umso mehr Vorbilder findet man. Ich meine, ich hatte jetzt fast keine Vorbilder am Bass, als die weiblich waren. So. Also Melissa auf der Mauer, Kim Gordon und dann Gute Nacht. Ne? Also es waren halt hauptsächlich Männer, die man gesehen hat, aber die Frauen haben einem dann halt schon immer so vermittelt, das kann ich auch. Und je mehr man davon sieht, umso mehr erreicht es halt eben auch die Jugend. Also Sichtbarmachung und auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist, wir sind jetzt endlich hier, wir können jetzt endlich drüber reden, aber wo sind wir? Wir sind jetzt hier im Keller und wir sind unter uns. Und wir gehören eigentlich da hoch auf die Hauptbühne, damit es jeder gehört hat, mit einem großen Publikum, das auch divers ist und nicht, wo wir uns gegenseitig eigentlich alle applaudieren, weil wir alle die gleiche Meinung haben. Sondern die muss halt auch mal an die Leute herangetragen werden, die eine andere Meinung haben oder beziehungsweise zu dem Thema gar keine Meinung haben, weil sie überhaupt nicht wissen, dass es ein Problem ist. Nächstes Jahr sehen wir uns da oben. Johannes, was wäre, du hast ja schon ganz, ganz viel preisgeben dürfen und auch nochmal von mir vielen herzlichen Dank, dass du dich hier auf diese Bühne auch getraut hast und genau das alles auch annimmst. Was ist deine Idee? Was darf sich Best-Case-Zukunftsszenario, was würdest du dir von deinen Artgenossen wünschen? Ja, also auf jeden Fall mehr Umdenken, absolut mehr Umdenken und wirklich im Ausbildungsbereich. Also in meiner letzten Band hatten wir eine Schlagzeugerin und da haben wir auch wirklich harte Erfahrungen gemacht, also auf Festivals, wo ihr komplett erklärt wurde, wie ihr Schlagzeug jetzt eigentlich klingen müsste. Bei uns im Proberaum, wir sind im Proberaumkomplex und als dann mehrere Männer mitbekommen haben, dass wir eine Frau am Schlagzeug haben, hat sich das rumgesprochen. Jeder kam mal rein und hat gesagt, wow, und sie wurde teilweise in den Arm genommen von Männern, wo wir auch gesagt, also völlig übergriffiges Verhalten und gruselig. ich sehe in meiner Position wirklich, dass das Solidarisieren mit Frauen sehr wichtig in diesen Positionen und das, ja, also dieses Männer dafür zu sensibilisieren, sich ihre Privilegien bewusst zu werden und etwas daran zu ändern. Da gibt es übrigens auch eine total tolle Aktion, die von Music Woman Germany ins Leben gerufen wurde. Da werden nämlich gerade aktiv auch Allies aus der Musikbranche vorgestellt. Falls euch das noch nicht bewusst ist, dann kann ich euch das an dieser Stelle nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Nadine, was wäre denn dein Wunsch, jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Außenstehende außerhalb von der Musikbranche? Was denkst du, wie kann diese Musikbranche einen internalisierten Sexismus am besten überwinden? Boah, da muss ich ehrlich gesagt meinen VorrednerInnen vor allem zustimmen. Und wie wir es auch schon direkt am Anfang gesagt hatten, das ist kein spezielles Problem, was irgendwie nur die Musikbranche betrifft. Und dementsprechend gibt es da auch nicht einen Hebel, den man irgendwie tätigen kann. Und am Ende des Tages, ja, es ist Aufklärung bilden, sichtbar machen und wirklich versuchen, diese alten, gefestigten Rollenbilder zu durchbrechen, damit die einfach nicht mehr, ja, dazu beitragen, dass Menschen sich diskriminiert fühlen. Ja. Schön, ich glaube, du hast wirklich alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir sind alle noch hier und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch in den weiteren Austausch gehen können. Und wir noch weiter plaudern und uns einfach weiter dazu austauschen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bei den Riverside Studios bedanken, die uns hier unterstützen. Und ja, danke, dass wir da sein dürfen, liebe Ima. Und natürlich auch herzlichen Dank an die Most Wanted Music Conference, deren Satellite-Event wir sein dürfen. Selbstverständlich bedanke ich mich von Music is Her Passion Seite für die tolle Kooperation mit Music Be Women und selbstverständlich auch an unsere
Geldgebenden geht ein Riesendank raus. Das ist die Berlin Music Commission. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Genau, vielen, vielen Dank, Olli. Wir haben das auch alles aufgezeichnet im Übrigen. Das heißt, wir werden das zur Verfügung stellen und versuchen, dass möglichst viele Leute das mitkriegen und das auch zu ihrem Thema machen. Wir haben hier noch Drinks für euch im Kühlschrank. Ihr könnt ihr gerne zugreifen, bedient es euch. Und ja, ich freue mich auf den Austausch.